endlich sind sie da. Mick Jagger und die Rolling Stones. Im September 1965 gehen sie erstmals auf Deutschland-Tour. 3 Jahre nach ihrer Gründung. Als die Stones nach Deutschland kommen, sind sie längst zu internationalen Superstars geworden, die ihre eigenen Songs schreiben. Der aktuelle Hit Satisfaction versetzt die deutschen Fans in Ekstase. Einer von ihnen ist der Berliner Michael Mellentin. Mit seiner Band spielt er jeden Song nach, den die Stones herausbringen. 19 Jahre ist er damals und wohnt noch zu Hause. Meine Eltern waren wenig darüber erbaut, dass ich überhaupt Musik gemacht habe und solche Musik gehört habe. Das war dann schon ein Skandal, weil sie auch mitgekriegt haben über die Presse, was das für böse Jungs waren, die da irgendwie angeblich an irgendwelchen Tankstellen gepinkelt haben und solche Stories, die es ja über die Stones gab. Ihr Management inszeniert die Stones als härteste Band der Welt, verkauft sie als bösen Gegenpart zu den braven Beatles. Wild, ungehobelt, hedonistisch, der Traum junger Mädchen und der Albtraum ihrer Eltern. Allen voran Gitarrist Keith Richards, auch wenn er hier noch recht brav und vor allem frisch aussieht. Nach Münster und Essen ist auch der Auftritt in Hamburg ausverkauft. 2 Konzerte an einem Tag vor jeweils 6.000 Fans. Die Vorbereitungen waren langwierig, die Preise hoch und der Auftritt kurz. Zu ihren Füßen die Blüte des Landes, Teenager. Und oben leibhaftig und heiß herbeigesehnt, die Rolling Stones. Danach zeigt sich, dass die Stones wirklich nicht ganz ungefährlich sind. Auf die grandiose Show folgen die Krawalle. 2000 Fans liefern sich eine Straßenschlacht mit der Hamburger Polizei. Letzte Station und Höhepunkt ihrer Deutschland-Tournee ist West-Berlin. Das Open-Air-Konzert ist schnell ausverkauft. Mehr als 20.000 Fans in der Waldbühne. I am the little red rooster. Too late. Auch Michael Mellentin kann sich ein Ticket ergattern. Man konnte also kaum was verstehen. Und das brauchte man auch nicht, weil alle Leute haben alles mitgesungen. Und als wir uns so alle richtig schön das genossen haben, ging das Licht aus und Feierabend, weil es war zu Ende nach 20 Minuten. Never. Keine Zugabe, nichts, gar nichts. Und dann ging der Tumult sozusagen los, dass sie dann, also die Einzelnen von der Waldbühne hatte ja eine Holzbestuhlung. Und dann waren wir 20 Mann eingehakt, von oben nach unten durchgesprungen. Wasserhydranten wurden aus der Erde gerissen. Es war wirklich absolut total gefährlich. Ne? Was da, also alle rasteten aus und nackte Gewalt. Wir haben dann also da mit Mühe und Not unseren Ausweg gefunden und waren dann froh, dass wir da raus waren. Die Bilanz der wilden Nacht mit den Rolling Stones: 85 Festnahmen und fast 300.000 Mark Sachschaden. Zurückbleiben 54 Damenhöschen, 65 Büstenhalter und 80 Schuhe.